2. Jänner 2022. Ich wünsche euch allen ein gutes und frohes neues Jahr. Möge es besser werden als 2021 und 2020. Ich möchte beginnen mit einem weiteren Wort zum Sonntag. Heute wieder großer Sporttag auf Puls 24 und Puls 4. Wir beginnen um 16.10 Uhr auf Puls 24 mit Eishockey, Graz 99ers gegen den VSV. Thierry Honrich und Christian Bauer werden das kommentieren, bevor es um 18.55 Uhr traditionell weitergeht mit der NFL auf Puls 24. Da sind dann Pascha Asiladab und Philipp Heisam bei Kansas City Chiefs gegen Cincinnati Bengals. Da erwarten wir uns viele Punkte. Die Kansas City Chiefs, das einzige Team, das bereits durch ist in der AFC. 6 der 7 Playoff-Plätze sind dort noch zu vergeben. Also das heißt, wir werden heute auch viel schauen auf die anderen Spiele, was sich da tut, welche Vorentscheidungen oder auch schon endgültigen Entscheidungen fallen. Und auf der anderen Seite die Cincinnati Bengals, die durchaus hoffen können, und zwar berechtigt hoffen können, auch heuer im Playoff dabei zu sein, einen dieser 6 Plätze zu ergattern. Fix wäre das mit einem Sieg. Das ist aber schwer, weil die Chiefs zuletzt vor allem offensiv wieder richtig gut in die Gänge gekommen sind. Das sind auch die Bengals, nur ein bisschen inkonstant. Wenn sie aber ihr Level halten können, dass sie mit Joe Burrow offensichtlich in der Lage sind zu spielen, sind sie auf Augenhöhe durchaus mit dem Besten und rein theoretisch ist es hier noch alles drinnen. Sogar noch Platz 1, allerdings auch könnten sie noch aus dem Playoff-Picture rausfallen. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, weil das, was wir gesehen haben von den Bengals die letzten Wochen, die wollen wir im Jänner, beziehungsweise eigentlich wollen wir es bis zum Schluss, wenn man so ein bisschen ins Herz schaut, bis zum Schluss sehen, oder? Bengals in der Super Bowl, das wäre doch mal was. Da würden sich zumindest 2 Leute, die ich kenne, freuen. Es geht dann weiter um 22.20 Uhr mit einem Spiel zweier Teams, die bereits fix qualifiziert sind in den Playoffs, und zwar in der NFC. In der NFC ist es anders als in der AFC, da sind schon 5 der 7 Plätze weg. Einer davon gehört den Dallas Cowboys, die durchaus noch Chancen haben, sogar die Nummer 1 in der NFC zu werden. Das andere gehört den Arizona Cardinals. Die Formkurven diametral. Die Dallas Cowboys zuletzt richtig stark. Dak Prescott ist der Mann, den man sich eigentlich erhofft hat, aus Dallas Sicht wieder zu sein. Er ist durchaus ein MVP-Kandidat, hätte er vorher schon so gespielt wie jetzt am Ende, aber die Cowboys sind total am Weg nach oben und das könnte eine richtig geile Saison werden. Jetzt habe ich schon die Super Bowl verraten, Dallas Cowboys gegen Cincinnati Bengals. Spaß beiseite, da spielen noch andere auch mit. Unter anderem eben die Arizona Cardinals. Die haben allerdings zuletzt verloren gegen die Rams, gegen die Lions und gegen die Colts. Und da sahen sie nicht gut aus, offensiv vor allem nicht. Kyler Murray wirkt ein wenig ohne DeAndre Hopkins jetzt, der fehlt planlos, aber wohin die Bälle gehen sollen. Die Scrambelei alleine bringt's auch nicht, das Laufspiel funktioniert nicht. Christian Kirk ist so lala, Zach Ertz ist ja guter Guy, aber allein ich kann das auch nicht daheben. Und AJ Green ist ein Non-Faktor in den Spielen, also da muss offensiv ein bisschen mehr passieren, damit man eventuell heute den Cowboys eine Niederlage zufügen kann. Wie gesagt, ein Spiel, wo ich meiner Meinung nach es klare Vorzeichen darauf gibt, dass die Dallas Cowboys das gewinnen werden, aber immer mit den Vorhersagen wissen wir mittlerweile, vor allem in der Saison liegt man nicht immer ganz richtig. Ein Thema am heutigen Sonntag wird auch jener Mann sein, dessen Konterfei im Hintergrund zu sehen ist. Am 28. Dezember verstarb 85-jährig John Madden, jener Mann, nach dem die bekannten Videospiele von EA Sports Madden NFL benannt sind, jener Mann, der als Head Coach einen unglaublichen Winning Record mit den Oakland Raiders hält, mit denen er auch Super Bowl Nummer 12 gewann, und jener Mann, der im Anschluss danach die mediale Berichterstattung über American Football revolutioniert hat. 30 Jahre lang war er für alle 4 Major Broadcaster, ABC, NBC, CBS und Fox, als Kommentator und Präsenter tätig und hat dabei etwas gemacht, was weder davor noch danach jemand geschafft hat. Komplizierte Inhalte in die Haushalte zu bringen, in kleine, genießbare Happen, sodass jeder Teil dieses tollen Sports sein kann. Und damit war er eine zentrale Figur in der Ausbreitung des American Footballs. Alleine die Zahlen sprechen für sich. Die Super Bowl, in der er gecoacht hat, 1977, hatte 80 Millionen TV-Zuschauer in den USA. Die erste Super Bowl, die er dann kommentiert hat, 5 Jahre danach, 110 Millionen. Man kann John Madden nicht genug danken. Er ist wirklich eine Drehscheibe gewesen und maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Footballsport den Stellenwert in den USA und weltweit hat, den er heute hat. Und ich kann nur den Hut ziehen und mich verabschieden. Farewell, John Madden. Im österreichischen Football ist ja saisonbedingt um die Jahreszeit nicht allzu viel los. Die Teams gehen im Jänner traditionellerweise in die Vorbereitung rein auf die Saison, die dann hoffentlich
im März beginnen wird, so Corona will. Anders als im Vorjahr, wo es ja eine Saison im Herbst gab, wird es die heuer nicht geben. Die Teams haben sich dazu entschlossen, auch das Unterhaus, das Ganze im Frühjahr und im Sommer zu spielen. Finde ich persönlich schade. Ich habe den Herbst sehr genossen, weil September und Oktober meint das Wetter mit uns im Gegensatz zu März und April meistens noch gut. Es war sehr warm, aber nicht warm genug, um nach Baden zu gehen. Man geht gerne am Footballplatz, man hat keine Konkurrenz. Die Austrian Football League ist zu Ende, weil die spielt ja im Sommer, die geht im Sommer zu Ende. Die Elf war zu Ende und die NFL hat noch nicht begonnen. Wir haben da reingespielt und konnten auch die ein oder andere schöne Fernsehminute haben mit dem unterklassigen, mit dem Unterhaus, unterklassig sagt man nicht, dem Unterhaus, ja, das eine ganz, ganz wichtige Funktion erfüllt, wie man weiß, bin ich ja ein Riesenfan von denen und hätte gern gehabt, dass ihr wieder im Herbst spielt, aber die Vereine haben gesagt, nein, wir wollen im Frühjahr und im Sommer spielen, finde den Sommer aus mehreren Gründen nicht gut, nicht nur weil es heiß ist, sondern auch weil alle dann auf Urlaub sind, also Bowls im Juli und im August, sagt das dem AFPÖ seit 20 Jahren, sind Unsinn. Seit 20 Jahren spielt er zur Haupturlaubszeit seine Finale. Soll sein. Wenn ich sage, es ist nichts los, muss ich ein Team rausnehmen, nämlich die Vienna Vikings. Die hauen eine Meldung nach der anderen raus, vor allem ihre Neuzugänge im Elf-Team betreffend. Jetzt gibt es zwei neue. Der eine ist Xavier Edwards, der war zuvor bei den New Yorker Lions Braunschweig, ein Multifunktionsspieler, sowohl Offense als auch Defense. Wide Receiver, Running Back, auf der anderen Seite Defensive Back, auch als Punt- und Kick-Returner zu gebrauchen. Also den werden wir sehr viel sehen in der nächsten Saison. Und der neue Quarterback ist auch schon bekannt. Jackson Erdmann wird das Elf-Team in die Saison führen. In der AFL wird ja Nico Ruder der Starting-Quarterback sein. Beide Spieler sind mit Vita und mit Videos auf Football Austria präsentiert. Ebenso ein Interview, das Kiki Klepsch von den Vienna Vikings mit dem ehemaligen Vikings-Spieler Bernhard Reimann geführt hat. Wer Bernhard Reimann nicht kennt, der war ja Wide Receiver, dann Tight End, dann ging er rüber in die USA, dann war er jetzt auf Central Michigan University und ist dort umfunktioniert worden zum O-Liner, Left Tackle, und gilt dort plötzlich als früher Draft Prospect, eventuell sogar erste Runde. Viele Experten haben im Ende der ersten, Anfang der zweiten Draft Runde. Wir werden natürlich schauen, ob wir auf Puls 4 jetzt aufgrund dieser Entwicklung natürlich auch Teile des Drafts zeigen können live, weil das wäre der erste Österreicher, der im Draft rübergeht und vermutlich dann auch der erste, der tatsächlich in der NFL spielen wird. News bezüglich Bernhard Seikowitz, dessen Mannschaft ja heute auf Puls 4 spielt, und Sandro Platzgummer, soweit, dass Sandro bereits weiß, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr wieder bei den Giants sein wird, weil ja aufgrund von Corona das Ganze ein Jahr verlängert wurde. Das heißt, nächstes Jahr wäre das letzte Jahr im Rahmen dieses International Player Pathway Programms. Aber er hat selbst gesagt, nächstes Jahr spielen oder dann war es halt nicht. Er will unbedingt aufs Feld, er will für die Giants auflaufen. Ich denke mal, dem Bernhard Seikowitz wird es dann ähnlich gehen und dann hoffen wir, dass wir Österreicher in der NFL sehen und mit dabei dann vielleicht auch schon Bernhard Reimann, wenn er im Draft gezogen wird. Davon gehen jetzt die Experten mittlerweile aus und ja, freue mich riesig drauf, irgendwann einmal den ersten Österreicher tatsächlich dann in einer Live-Sendung zu haben auf Puls 4, wenn nicht heuer, dann nächstes Jahr. Das war jedenfalls bereits der 17. Sonntag von 22 mit NFL 17 down. 5 to go.